Hallo, herzlich willkommen. Wir werden heute ein wenig Spaß haben mit Sous Vide. Ja, ich zeige euch heute, wie man ein Hirschrücken Sous Vide gart im Brotmantel und ja, wir machen das gemeinsam zusammen. Also, ich habe im letzten Video oder im vorletzten, im vorletzten Video habe ich ja ein Steak Sous Vide gegart. Und in den Kommentaren waren so ein paar Fragen bezüglich was, also welche Temperatur und so weiter. Und was kann man. Ich möchte euch heute einmal zeigen, was man mit einem Sous Vide Garer noch so machen kann. Und wir werden heute auch noch ein Video drehen, das wird dann eine Woche später ausgestrahlt, wo ich einmal ganz genau erkläre, was ist Sous Vide überhaupt? Wofür benutzt man es eigentlich? Welche Temperaturen verwendet man für was? Also, sag ich mal, ein Basic-Video zum Thema Sous Vide. Aber heute haben wir einfach nur ein bisschen Spaß damit. Okay, und dafür habe ich hier Hirschrücken vorbereitet. Ich habe den so ein bisschen länglich geschnitten. Das ist hier aus heimischer Jagd. Dann seht ihr hier, ich habe hier Hähnchenfleisch, ich habe Petersilie, ich habe Zwiebeln. Und hier, das sieht komisch aus, aber das ist eine Pilzdüchsel, also eine klein gematschte, gehackte Pilze. Gematschte sage ich schon, Entschuldigung. Es sind klein gehackte Pilze und die werden jetzt in einer Pfanne gebraten. Und zwar so lange, bis sie wirklich eine schöne Textur ergeben. Das, was wir heute machen, ähnelt ein bisschen einem Steak Wellington oder einem Filet Wellington oder einem Roast Beef Wellington oder jetzt in dem Fall einem Hirschrücken Wellington, weil die Komponenten Schinkenspeck bzw. in diesem Fall Bauchspeck, Pilze und Brotteig, bei einem Wellington ist es Blätterteig, die sind alle dabei. Aber ich zeige euch heute einmal, dass man mit einem Sous Vide Becken etwas vorbereiten kann, sodass ihr zu Hause nachher nur noch, wenn eure Gäste kommen, es rausholen müsst, einmal von allen Seiten anbraten müsst und ihr habt wirklich ein fast schon auf Sterneniveau vorbereitetes Gericht. Die Pilzdüchsel gebe ich jetzt so, wie sie sind, trocken in die Pfanne. Da sind auch noch ein paar getrocknete Steinpilze oben drauf. Ja, die gehen auch mit rein. Und das wird einfach so, wie es ist, schön angebraten. Geht ein ganz kleines bisschen Öl dazu. Ein Esslöffel, mehr muss da gar nicht rein. Und dann schmort ihr die Pilze. Könnt ihr jetzt auch noch Speck dazugeben. Das habe ich aber bewusst weggelassen, weil wir Speck nachher brauchen, um das einzuwickeln. Aber trotz alledem geht ein ganz kleines bisschen Salz dazu. Okay, wir sind jetzt hier in der Pfanne. Kommen jetzt noch Zwiebel Brunoise, also eine wirklich fein geschnittene Zwiebel, kommt auch noch dazu. Und wenn ihr Pilze, ihr könnt das in der Küchenmaschine machen, ne? Also wenn ihr einen Mixer zu Hause habt, gebt ihr einfach die Champignons, so wie sie sind, komplett in den Mixer und mixt die einmal, dass sie so eine Paste daraus macht. Das hier ist ein Profi-Küchengerät. Und zwar, das hört sich jetzt auch blöd an, ne? Profi-Küchengerät. Das sind alles Profi-Küchengeräte hier. Aber das hier ist ein besonderes Gerät. Wir nennen diese Dinger Kutter. Ja? Oder Cutter. Aber eigentlich, sie heißen Kutter. Sie werden in Deutschland Kutter genannt. Und in diesem Gerät, ich habe da gerade Brot drin zerkleinert, sind zwei Klingen. Ja, wir rotieren da drin rum und mit diesem Gerät werden in den Küchen von heute Farcen hergestellt. Eine Farce ist ein Püree aus Fleisch und wir verwenden Farcen für Terrinen, für Pasteten oder wir verwenden das, wie heute in unserem Falle, als Kleber. Ja? Und dafür habe ich jetzt hier ein neutrales Fleisch ausgesucht. In dem Fall ist das Hähnchenfleisch. Ich würde euch auch empfehlen, nehmt zu Hause Hähnchenfleisch. Ihr könnt das übrigens auch mit einer Küchenmaschine machen zu Hause. Ihr müsst jetzt nicht dieses feine Gerät hier oder dieses teure Gerät nehmen, sondern tatsächlich schafft das auch ein Thermomix oder ein Thermomix-ähnliches Gerät. Das Hähnchen hier ist ein bisschen angefroren.
Also, wir haben es klein geschnitten, die Hähnchenbrust klein geschnitten, die dann ins Eisfach gelegt für eine halbe Stunde ungefähr. Und anschließend geht das dann hier rein. Muss nicht sein. Ich mache das nur ganz gerne, weil ich dann keine kalte Sahne dazugeben muss, sondern ich kann ganz normale Küchensahne dazugeben. Wenn ihr die, also man macht das tatsächlich durch das Rotieren der Klingen, entsteht Hitze. Und an alle Metzger da draußen, ihr wisst genau, was ich meine, ihr gebt nämlich Eis dazu. Ja, also ihr gebt normales Hackfleisch da rein und dann gebt ihr Eis dazu, um die Hackfleischmasse herunterzukühlen, damit das Fleisch darin nicht gart, damit das Eiweiß, was im Fleisch als Bindemittel fungiert, nicht gart und seine Bindung verliert. Weil danach könnt ihr es wegschmeißen. Dann habt ihr quasi schon gegartes Fleisch nur als Mousse da drin. Deswegen friert man das an. Man achtet also darauf, dass die Temperatur nicht so hoch ist. Wenn ihr das Fleisch aber anfriert, ein wenig, oder so kalt habt und das nicht zu lange kuttert, passiert überhaupt nichts. Ja? Und wir geben noch, damit es schön fein ist, ja, geben wir noch Sahne dazu. Wenn das jetzt bei einem Metzger wäre, hätte er tatsächlich nur Crash-Eis dazu gegeben. Aber wir geben Sahne dazu. Sahne ist ein bisschen feiner, schmeckt natürlich logischerweise auch ein bisschen besser, weil es fett ist. Und wir geben auch Petersilie dazu, damit die Masse nachher ein bisschen grünlich wird. Deckel drauf. Man kann diese Geräte übrigens auch jetzt nicht anmachen. Ne? Also egal, was ich hier drücke, Sicherheitsverschluss ist da dran. Und der Unterschied zu den Geräten, die ihr zu Hause habt, und dazu meine ich jetzt zum Beispiel auch das Gerät, was ich vorhin schon einmal genannt habe, der Unterschied von dem zu dem, was ihr zu Hause habt, ist folgender. Das hier dreht bis 35.000 Touren. Euer Gerät zu Hause bis maximal 10.000, 12.000. Das ist der große Unterschied. Okay? Also, wir arbeiten ja auch mit einem Thermomix und es ist ein super Gerät, um Himmels Willen. Ja? Also ich will da, ich lasse da nichts Schlechtes drauf kommen. Aber für diese Dinge ist das hier wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Okay, go. Das ist fertig. Ich will jetzt einmal reingucken. Das sieht dann so aus. Das stellen wir einfach zur Seite. Wir müssen das jetzt nicht gar nicht großartig kalt stellen. So. Diese Masse hat einen Großteil ihrer Flüssigkeit verloren. So, jetzt haben wir die Pilze hier in eine Schüssel gegeben, dass die nicht die Schüssel nicht zu heiß, nicht, dass das alles nicht zu heiß ist. Ruhig eine große Schüssel. Und dann geben wir jetzt die Farce, die wir vorhin gemacht haben, zu der Pilzmasse. Der Fachausdruck für diese Pilzmasse ist übrigens Düxelles. Wir geben noch ein kleines bisschen Sahne dazu, dass das alles noch ein bisschen geschmeidiger wird. Geschlagene Sahne nehmen, wenn ihr das möchtet. Verarbeitet ihr das zu einem Teig, sag ich jetzt. Ich nenne das jetzt bewusst Teig, weil sich es tatsächlich auch so anfühlt. Ja? Also man hat immer das, das Bedürfnis, wenn man so eine Fleischfarce gemacht hat. Die Leute denken dann immer so, dass das so ein bisschen was Ekliges ist, aber das, ich sag mal, ein Chicken Nugget, den ihr esst, ist auch eine Farce. Bratwurst ist auch mit einer Farce gemacht. Der Metzger nennt das Brät, wir nennen das Farce. So, jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Teig. Es hat sich alles schön verbunden. So, wir verarbeiten das jetzt. Wir haben hier den Bacon und hier unten drunter haben wir Klarsichtfolie. Das ist wichtig, weil Sous-Vide-Garen bedeutet nicht, dass man das immer vakuumiert. Es geht auch anders. Das zeige ich euch jetzt. Ihr legt euch hier den Bacon schön aus. Leicht überlappend. Und zwar legt ihr den so breit aus, wie auch euer Fleischstück ist. So. Vielleicht auch ein ganz kleines bisschen länger. So. Ja, haben wir nur ein längeres Stück. Ja, haben wir. Okay. Haben wir ausgemessen. Als nächstes braucht ihr sowas, eine Winkelpalette. Könnt das auch mit dem Teigschaber machen, aber ich benutze für sowas gerne eine Winkelpalette. Nehmt ihr und streicht das hier großzügig drauf.
so dass der ganze Bacon damit bedeckt ist. Nicht zimperlich sein, ne? Also wirklich nicht irgendwie, oh mein Gott, der Bacon jetzt zerreißt. Was mache ich nur? Passiert überhaupt nichts. Das hat eine Konsistenz wie Nutella. Schön zerstreichen. Immer dran denken, ihr benutzt das als Dichtmasse oder als Kleber, ne? Also klar hat das natürlich auch Geschmack. Und es soll natürlich auch schmecken, das ist wichtig. Aber hier hat das in erster Linie die Funktion des Klebers. Und jetzt legen wir das Fleischstück hier drauf. Geben da ein ganz kleines bisschen Salz dazu. Und jetzt schlagen wir das ein. So. Nicht die Folie mit einarbeiten, bitte. So, okay, jetzt habt ihr das schon, jetzt klebt es. Und jetzt zieht ihr das so bis nach oben hin. Schwupp. Jetzt könnt ihr die Folie nehmen und sie einschlagen. Okay, jetzt dreht ihr die Enden. Hinten dreht ihr an und ihr dreht das so zu. Dass ihr ein schönes Paketchen habt. Okay, legt das nicht zusammen, legt das zur Seite. Ihr nehmt noch einmal Klarsichtfolie, legt das jetzt noch mal da rein. Denkt dran, nicht einarbeiten die Folie, sondern nur so. Wickelt das wieder schön ein, zieht die Enden stramm, haltet fest, dreht das gegeneinander, dann ja, das Holzbrett ist dafür nicht besonders gut geeignet, aber es wird schon gehen. So, das war's. Und das geht jetzt ins Sous-Vide-Becken. So wie es ist. Aber das machen wir gleich. Ich mache erstmal die anderen fertig. So, wir haben jetzt 4 von den kleinen Hirschrückensteaks eingepackt. Die gehen jetzt bei 60 Grad eine Stunde, nicht länger, bitte, nicht länger, eine Stunde in den Sous-Vide-Garer bei 60 Grad. So, die Hirschroulade nenne ich sie jetzt einfach mal, waren jetzt eine Stunde im Ofen. Die gehen jetzt hier in ein Eisbad. So, wir strecken die ab. Warum mache ich das? Ich brauche nicht alle. Kann ich die nämlich schon mal kalt stellen. Ich möchte nicht, dass die weiter garen. Ich möchte, dass die sofort schnell kalt werden. Also, da haben wir das gute Stück. Sieht jetzt von der Farbe her ein bisschen anders aus. Und jetzt schneiden wir das einmal auf. So, das wird jetzt gleich alles andere als attraktiv aussehen, wenn man das da rausholt. Ein bisschen fummelig hier, Entschuldigung. So. Das legen wir einmal auf ein Küchenkrepp. Die Farce ist jetzt gar. Ja, also ist komplett gegart. Ich könnte das jetzt einfach so im Speckmantel braten. Das würde auch schon wirklich fantastisch, würde ein tolles Ergebnis geben. Ich möchte aber, dass das den Effekt eines Brotmantels von außen hat. Dafür habe ich hier Folgendes. Ich habe hier nochmal eine Panierstraße, so nennen wir das, in der Küche. Bestehend aus Mehl, Ei. Und jetzt ist es wichtig, kein normales Paniermehl, sondern ich habe Toastbrot genommen und habe das gerieben. Und ihr paniert das ganz normal wie so ein Schnitzel. Ihr gebt das erst ins Mehl. So. Anschließend ins Ei. Und dann in das Toastbrot. Nur ein bisschen andrücken. Nicht zu viel. So, dass es schön gleichmäßig ist. So. So, hier haben wir jetzt eine Pfanne mit ausreichend Fett. Und zwar ausreichend so, als wenn ihr einen Schnitzel ausbacken würdet. Da gebt ihr jetzt diese Rolle hinein. Die müsst ihr nicht bewegen, sondern ihr geht jetzt hin und legt die so ein bisschen
oben, backt die schwimmend aus. Von allen Seiten. Wenn ihr eine Fritteuse zu Hause hättet, könntet ihr das tatsächlich auch in der Fritteuse machen. Und unter uns. Ich habe auch mal in einer Sterneküche gearbeitet. Da haben wir es in der Fritteuse gemacht. Ne? An alle Kollegen da draußen, ihr wisst, was ich meine. So, wir haben das jetzt von allen Seiten schön angebraten. Das ist sehr, sehr knusprig. Und dann schneiden wir mal an. Also, der Vorteil beim Sous-Vide-Garen ist natürlich, das Fleisch ist auf jeden Fall perfekt rosa. Und durch die Kombination aus der Farce, die schön weich ist, dem würzigen Speck und dem knusprigen Brot außenrum, habt ihr einfach so ein, ja, ihr habt ein Feuerwerk im Mund. Das ist wirklich ganz fantastisch. Wir richten das jetzt mal an. Ich habe jetzt hier ein kleines bisschen Selleriepüree. Und ein paar Rübchen. In dem Fall sind das jetzt hier Winterrüben. Legen wir jetzt einfach dazu. So, das sind jetzt hier nicht viele Komponenten. Ja? Wenn ich das jetzt im Restaurant anrichten würde, dann hätte ich noch ein paar Komponenten mehr. Also vor allem an Gemüse noch etwas mehr. Und dann lege ich das jetzt einfach so, wie es ist, dazu. Einmal so, einmal so. Gehe hin und nehme noch etwas von unserer dunklen Grundsoße, die wir ja auch noch als Rezept haben. Kann der Bernd das mal probieren, unser Direktor. So, Bernd. Der Bernd ist dafür bekannt, dass er gerne Dinge probiert hier im Haus. Ne? So, Bernd, dein Auftritt. Dein Auftritt, hau rein. Danke. Gerne. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja, dann viel Erfolg. Vielen Dank. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.